Und jetzt kümmern wir uns mal um die leibliche Gesundheit. Herzlich willkommen, Dr. Med. Andreas Schwarzel. Herr Dr. Schwarzel, Sie kennen sich aus mit einem Organ, das wir Menschen alle haben und das von vielen total unterschätzt wird, nämlich mit dem Darm. Ja. Und ich hatte vor wenigen Monaten hier eine junge Medizinstudentin, die ein Buch geschrieben hat, Darm mit Charme. Das kam in alle Bestsellerlisten und sie hat es wirklich geschafft, so ein Tabu zu brechen, dass man über den Darm wieder öffentlich reden kann, ohne dass da gleich einer einen roten Kopf kriegt oder es einem peinlich wird. Wie sind Sie denn bitte zu Ihrem Darmverständnis gekommen? Also die Kollegin hat absolut recht. Es ist hochinteressant, was sie schildert. Es macht es einer breiten Masse an Leuten zugänglich. Jeder kennt, es gibt Gehirnjogginggruppen, es gibt zum Beispiel fürs Herz Kardiosportgruppen, aber es gibt keine Darmpräventionsgruppen. Bei mir war es so, meine Mutter ist eine Naturheilkundlerin, eine sehr gute, und mir wurde sozusagen in die Wiege gelegt. Also ich habe als kleiner Junge schon angefangen, Bücher zu lesen, mich mit ihr auszutauschen. 17, 18 dann mit meinem jugendlichen Trotz habe ich gesagt, nein, alles, was die Eltern sagen, ist falsch. Ich mache Schulmedizin, habe Schulmedizin studiert und habe dann im Studium schon immer Kurse belegt zu verschiedenen Themen. Habe genau wie die Kollegin eben gesehen, dass in der schulmedizinischen Ausbildung das Thema Darm viel zu kurz kommt und habe mich da sehr interessiert für. Habe erst bei Buchinger Ausbildungen gemacht und dann schließlich bei FX Meyer. Und so bin ich zur FX Meyer Medizin gekommen, die sich halt mit diesem Thema befasst und ganz viele Patienten, die durchs Raster fallen, sehr gut therapieren kann. Beschreiben Sie uns doch mal den Darm. Ich meine, der ist ja so eine Art Motor von unserem Leben und hat eine ganz wichtige Funktion. Und manche sagen ja sogar, er ist das zweite Gehirn. Richtig. Weil es gibt ja Menschen, die Bauchentscheidungen treffen. Richtig, genau. Also es ist so, man weiß, heutzutage ist es in den letzten Jahren extrem viel geforscht worden, dass es eine Ansammlung von Nervenzellen im Darm gibt. Also der Darm hat 100 Milliarden Nervenzellen. Im Darm gibt es eine Ansammlung von Bakterien auch. Also dieses Mikrobiom, was man heutzutage als eigenes Organ bezeichnet, das geht sogar in Richtung 100 Billionen verschiedene Bakterien, die da sind, 1000, 1500 verschiedene. Und wir gehen halt, wie man bei uns in Bayern sagt, zu schlampern mit dem Darm um. Also wir essen zu viel und kauen das auch noch schlecht. Wenn Sie auf die Welt kommen, da machen Sie alles richtig als Säugling. Da saugen Sie richtig aus der Brust die Muttermilch und durch dieses Saugen speichern Sie sehr gut ein. Die Verdauung kann schon beginnen. Heutzutage wird gar nicht mehr gekaut. Es wird überall auf der Straße, in der U-Bahn gegessen. Und das macht eben sehr viele Beschwerden, weil unzerkaute Nahrungsbestandteile in den Dickdarm kommen und da Gären oder Fäulnis bilden. Jetzt sind Sie ja ein junger Arzt. Sie sind, glaube ich, 35 Jahre alt. Und mir erzählt man schon seit 50 Jahren, kau mindestens 30 Mal, dann lebst du gesund. Absolut. Also das ist ja eine alte Weisheit. Mhm. Das heißt, diese alten Weisheiten haben Sie zusammengetragen. Und welche neuen Erkenntnisse mischen Sie dazu? Genau, also eine andere alte Weisheit ist, dass man sagt, der Patient lebt von 50% seiner Nahrung, von den anderen 50% lebt der Arzt. Die letzten Jahre ist sehr viel wissenschaftlich dazugekommen. Man hat eben Sequenzierungen gemacht von den Darmbakterien, hat gesehen, wie wichtig die sind. Zum Beispiel, man geht dazu hin, dass wenn man im Restaurant abends sitzt, man schaut sich die Leute an, jeder hat eine 1 Liter Flasche Wasser auf dem Tisch stehen, die er zum Essen trinkt, weil er Angst hat zu verdursten. Das ist katastrophal. Da ist eben nicht die Menge wichtig, sondern der Zeitpunkt. Sie haben im Magen ungefähr einen pH von 1 bis 2, also ein sehr, sehr saures Niveau. Magen ist dafür verantwortlich, dass er eben die Eiweiße aufspaltet. Wenn Sie jetzt zu viel Wasser trinken zum Essen, dann steigt der pH. Sie haben einen pH von 3 bis 4 und die Eiweiße können nicht mehr aufgespalten werden. Das heißt, Sie haben nicht nur Blähungen eben, weil die Kohlenhydrate im Dickdarm vergären, sondern Sie haben auch noch Fäulnisprodukte dazu und dann sind die Blähungen auch noch übelriechend. Also warnen Sie davor, zu viel Wasser zu trinken? Ganz zu viel Wasser trinken ist natürlich auch nicht schlecht. Da kommt es auf den Zeitpunkt drauf an, wann man das Wasser zu sich nimmt. Und da sollte man wirklich drauf schauen, dass man eine halbe Stunde vor dem Essen oder eine halbe Stunde nach dem Essen eben trinkt, damit die Magensäure besser arbeiten kann. So, jetzt komme ich zu Ihnen und sage, ich hätte gerne eine Bikini-Figur. Ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen. Was mache ich vernünftig? Was hilft wirklich? Und was hält vor allen Dingen?
Genau, also da muss man natürlich fair sagen, wenn Sie morgen am Strand das Date mit Ihrer Traumfrau haben, dann ist es ein bisschen knapp, diese Bikini-Figur zu schaffen. Aber wenn Sie sich 2-3 Wochen Zeit nehmen und zum Beispiel eine Kur nach FX Meyer machen oder auch Buchinger zum Beispiel, dann hat man da sehr, sehr gute Ergebnisse. Man würde Sie einstellen auf, bei Buchinger ist es zum Beispiel Glaubersalz, bei FX Meyer nimmt man Bittersalz. Das ist ein leichtes Abführmittel. Ist das nicht das Gleiche? Es ist sehr ähnlich. Es ist auch ein Salz, metallisches Salz. Die Wirkung ist die gleiche. Es gibt eben eine sehr, sehr gute stabilisierende Wirkungen auf die Darmflora, die fakultativ pathogenen Keime, also sprich zum Beispiel Clostridien oder auch Candida, Keime werden ausgeschieden, werden reguliert. So ähnlich wie bei Ihrer Wiese zu Hause, wenn Sie im Garten eine schöne, gesunde Wiese haben mit ganz vielen Blumen, aufgrund von einer ausreichenden und guten Pflege, dann ist es sehr gut. Aber wenn mal das Moos zum Beispiel überwächst und überwuchert aufgrund von zu viel Feuchtigkeit oder zu viel Schatten, muss man mit dem Vertikulierer ran und mal richtig ausräumen und kann dann wieder gut ansehen. Also jetzt kapiere ich endlich euch Ärzte. Glaubersalz nehmen heißt vertikulieren im Darm. Richtig, genau. Da können Sie mit der kleinen Schaufel von Ihrer Tochter, können Sie mit der Sandkastenschaufel nicht viel machen. Da müssen Sie wirklich mit dem Vertikulierer drüber fahren und dann eben gezielt gute Keime, das wäre der Rasen, ansehen, sprich zum Beispiel Probiotika. Da man ja über den Darm jetzt wieder so offen reden darf, darf ich gleichzeitig auch sagen, zu gut Deutsch heißt das Glaubersalz und ich muss die ganze Nacht rennen. Ja, da wird natürlich die Menge angepasst, die ist sehr individuell. Also das erste Mal, wenn Sie so eine Kur machen, empfehlen wir schon, dass Sie es beim professionellen Kollegen machen, der da sehr viel Erfahrung hat. Man dosiert das individuell. Es ist zwischen 10 bis 30, 35 Gramm alles möglich und spricht sich dann eben ab, um eine gute Wirkung da zu haben. Wie lange darf man das machen? Ich meine, man kann ja jetzt nicht 4 Wochen lang jeden Abend Glaubersalz nehmen. Richtig, absolut richtig. Man nimmt es auch eher morgens, eben um diese Wirkung der Nacht nicht zu haben. Im Idealfall macht man so 3 bis 4 Wochen, schleicht dann die Dosis wieder aus. Und da gibt es ganz lange und ganz viele Erfahrungen mit ganz vielen Patienten, dass es eben keine Nebenwirkung hat. Kann man das alleine machen oder muss man in eine Klinik? Also man kann es natürlich zum Beispiel bei uns auf einem sehr hohen Niveau machen. Alleine raten wir mal ab. Es gibt ja Patienten, die Blutdruckmittel noch zum Beispiel nehmen oder Harnsäuremittel. Also das gehört wirklich in erfahrene Hände, zumindest das erste Mal. Das zweite Mal. Wer ist bei uns? Ich bin am Lanzerhof am Tegernsee. Das ist ein Gesundheitsresort, das es auf einem sehr, sehr hohen Niveau macht. Aber man kann diese Meierkur oder auch Buchinger zum Beispiel in anderen Häusern oder auch bei ambulanten Kollegen genauso machen. Ist es nicht gefährlich, wenn man ein bisschen überdreht, dass man zu schnell zu viel abnimmt? Richtig, genau. Und deswegen kennen sich Buchinger oder FX Meyer Ärzte sehr gut mit dieser Thematik aus. Sie haben jeden zweiten Tag, wenn Sie stationär machen, einen Arzttermin, wo auch Blutdruck kontrolliert wird, wo immer aufs Gewicht geschaut wird. Also das muss man schon aufpassen. Deswegen das erste Mal bitte nicht alleine machen. Also, wir sollten unseren Darm etwas ernster nehmen. Und gibt es denn so etwas wie Vorzeichen, die einem schon so Signale geben? Wir haben vorhin in meinem ersten Gespräch gehört, dass ein wunderbarer Kabarettist Vorzeichen von seiner Seele empfangen hat. Welche Darmsignale empfangen wir denn? Welche soll man denn ernst nehmen? Also das ist eine sehr gute Frage. Ich komme ja auch aus der inneren Medizin, war gastroenterologisch tätig. Da sind das immer die Patienten, die ein paar Mal beim Allgemeinmediziner waren, ein paar Mal beim Spezialisten eben waren, die ausgeschlossen haben, dann schwerwiegende Darmerkrankungen, das ist immer ganz wichtig, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn zum Beispiel, aber die dann leider in der Vergangenheit sehr schnell immer abgeschoben wurden aufgrund ihrer Beschwerden, wie zum Beispiel Blähungen, Bauchschmerzen, das typische Aufgetriebensein, Bauch aufgeblasen nach dem Essen. Und den Patienten können wir eben sehr gut helfen, weil sie nicht mehr abgestempelt werden, dass ihre Probleme psychosomatisch sind oder psychosomatischer Art eben sind, sondern man geht heute davon aus, dass es zu Mikrorissen im Darm kommt, weil eben die Enterozyten, die Darmzellen, nicht mehr so zusammenhalten und dann eben Bestandteile aus der Nahrung mit tiefer liegenden Strukturen des Immunsystems zusammenkommen. Wer ist eigentlich empfindlicher im Darm, Frauen oder Männer? Es ist relativ gleich. Die Männer schlampern mehr, die essen abends zu viel und zu große Mengen. Bei Frauen ist öfter das Problem, dass sie sich Kalorien einsparen wollen und dann abends einen Salat essen, was wir nicht empfehlen, weil der Verdauungstrakt einfach in der Nacht abends Rohkost, rohes Gemüse nicht so gut vertragen kann. Also jetzt nehmen wir mal an, Sie hätten gerne Ihre Bikini-Figur zu Hause auf dem Sofa sitzen.
Was haben Sie der geraten die Woche vorher? Wie soll sie sich ernähren? Gut, also Obst und Rohkost gerne zum Frühstück und mittags. Abends bitte nur gedünstetes Gemüse, Suppen, Eintöpfe zum Beispiel. Mittags sehr gut auch ein kleines Stück Fisch oder ein kleines Stück Fleisch. Und die Trinkmenge eben eine halbe Stunde vor oder nach den Mahlzeiten. Und was sagen Sie jungen Menschen, die sich vegan ernähren möchten? Also vegane Ernährung, gibt es ja immer die Diskussion, gibt es Mangelzustände oder gibt es nicht Mangelzustände. Man kann da sehr geschickt eben kombinieren, dass man zum Beispiel Mais mit verschiedenen anderen Weizensorten kombiniert, um keinen Mangel an wichtigen Eiweißen oder Aminosäuren zu bekommen. Das Problem bei der vegetarischen oder veganen Ernährung ist, dass sehr oft eben zu viel Kohlenhydrate, wie in unserer Gesellschaft allgemein, zugeführt werden. Und das ist das Problem. Wir leben heutzutage in einem glukotoxischen Zeitalter, sprich wir vergiften uns fast selber mit zu viel an Kohlenhydraten. Und was bitte sind probiotische Joghurts? Probiotische Joghurts haben eben Bakterien drin, gute Bakterien, um eben das Darmmilieu an Bakterien wieder auszugleichen oder aufzufüllen. Also Lactobacillen zum Beispiel oder Bifidobakterien, die Bakterien, die man haben will. Das ist von der Idee her schon sehr gut. Es gibt aber noch medizinische Präparate, die einfach noch höhere Konzentrationen haben und noch besser funktionieren. Und was machen Sie, wenn Sie einen Patienten haben, den Sie untersuchen und der plötzlich fröhlich pupst? Dann bespreche ich es mit ihm, ob es ihn stört oder ob es die Frau stört. Wenn nicht, ist alles gut. Also der Leidensdruck des Patienten ist immer natürlich sehr wichtig. Und wenn es ihn stört, kriegt er von mir erklärt, warum er pupst. Und das ist doch wichtig, dass man in der Öffentlichkeit ein bisschen ein besseres Gefühl dazu bekommt, hier die Wahrheit zu sagen und sich nichts zu verkneifen. Sonst kriegt man das Bauchgrimmen nach innen. Richtig. Ich glaube, auf Badisch heißt das Ronzeblitze. Wenn ich das... Gut, Herr Doktor, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns ein bisschen aufmerksam gemacht haben, dass wir mit dem Darm etwas besser umgehen sollen und dass wir dann hoffentlich ein gesünderes Leben führen. Dr. Andreas Schwarzel, danke.